Hallo ihr Lieben, heute machen wir was ganz Besonderes, heute machen wir Beetmenschen. Ihr kennt die Beetmenschen, die Frankfurter Beetmenschen und ich habe heute eine Assistentin, ich freue mich wahnsinnig auf meine Assistentin, keine geringere als Andrea von Beetmann und Hallo? Beetmenschen und Frau Beetmann, also die muss es ja können, ne? Ja. Wollen wir? Ja. Wir wollen erstmal was trinken. Achso, auch gut. Ja, ja, dann fangen wir damit mal an, das ist doch schön. Ja. Zum Wohl. Station. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Auf unsere auf unseren Backerfolg. Also, vorher habe ich drei verschiedene. Mhm. Also es ist ja bei der Beetmenschen, glaube ich, so wie auch bei der Creusot, jeder hat sein Rezept. Du hast gesagt, Familienrezept habt ihr gar keins? Nicht wirklich, nee. Also zumindest ich nicht. Die Schwägerin, glaube ich, schon, aber ich habe da... Ist auch schon lange her, ne? Ja, das geht ja verschollen, gell? Ja, und dann machen sie alle anders und ich habe auch schon rosa und grüne Beetmännchen gesehen und also von daher. Echt? Ja, ehrlich. Rosa Beetmännchen, jetzt fangen sie da auch schon an, genau, oder? Es ist ja doch ohne Beispiel. Nein, die auch gesendet. Beetmännchen innen. Beetfrauchen. Beetfrauchen, ja, das wär's genau. Wir machen Beetfrauchen, soweit kommt's noch. Also wir machen A, ein Rezept vom Schnorr, vom Kürzhaus Schnorr. B, ein Rezept von meiner Freundin Nicole Türpitz. Und C. Selfmade. Aus dem Thermomix. Marzipan. Genau. Und dann, wenn wir nachher mal feststellen, welche die beste sind. Mhm. Ja? Sind wir bereit? Ja. Prost. Du hast ja hier zwei Thermomixe. Nein, ich habe vier. Weil ich verkaufe die ja auch. Also wenn du einen Thermomix brauchst, bestellst du den natürlich bei mir. Wenn ihr einen Thermomix brauchst, bestellst du den natürlich bei mir. Das ist der Thermomix, das ist der Thermomix Friend. Der arbeitet praktisch das fertig, was der vorbereitet hat. Und dahinter, das ist der Terminal, das ist die Teekochmaschine von Vorwerk, die mein Mann unbedingt wollte. Und jetzt steht sie da. Ich finde, so Dekoobjekte in der Küche machen schon was aus, oder? Vor allem, die ist ja winzig, ja? Die nimmt ja gar keinen Platz weg. Überhaupt nicht, ne? Also gar nicht so, gar nicht. Ne? Ja. Okay, also das heißt, ihr trinkt Tee? Nein. Okay. Das hat man halt, ne? Na gut. Herz halt, ne? Gut. Genau. Hier haben wir immer auch die Tischstaubsauger, ist ja alles da. Alles, was gebraucht wird. Ich muss dir jetzt noch was sagen zum Thema Vorwerk. Wir sind ja heute eigentlich auf der Beetmann-Seite. Ja. Aber meine Schwiegermutter ist eine geborene Vorwerk. Ist nicht wahr. Deswegen umso besser, je mehr Thermomix du kaufst. Umso besser geht's dir. Umso besser. Ja, wunderbar. Hast du einen Schauernheim? Gehabt. Hast keinen mehr? Nee, ich hab einfach so viel Platz in meiner Küche, dass ich mir den Thermomix nicht auch noch hinstellen würde. Siehst du mal, wir haben so viel Platz, dass wir sogar Deko-Objekte draus machen. Ja, ist so perfekt. Genau. Ja. Also ich bin ja wirklich total gespannt auf das selbstgemachte Marzipan. Weil beim Schnorr eins kaufen kann ja jeder, aber selber machen im Thermomix, das finde ich jetzt wirklich cool. Dann fangen wir auch damit so, aber an. Das sind sie schon. Frankfurter Beetmenschen, da sind sie. So. Kochvorgang. Backofen auf 100. Backofen, das ist klar. Hast du schon gemacht? Ja, ja. Backblech mit Backpapier. 250 Gramm Zucker. Im Senckenberg-Museum gibt es einen Vulkan, der alle Viertelstunde ausbricht. Das dampft genauso. Ich glaube, das ist ein Blutzucker. Könnte gut sein. So, nochmal gucken. Boah. Die Wände alle voller Zucker. Die kriegst du nie so. Ja, ist ganz fein. Ganz fein. Ne? Ja. Okay, sieht aus wie Marzipan. Ist das eine Kirsche? Nee, ist eine Pflaume. Aber kommt hin, ne? Ich würde das ja mal, ehrlich gesagt, ich würde das jetzt mal hier so ein bisschen so. So. Ja. Dann kriegt es schon wieder eine Form. Ja, die müssen, glaube ich, wirklich einfach ein festes Gewicht haben. Wieder Handkäse. Wie bei den Brötchen auch. Die müssen ja auch. Wieder Handkäse. Ja, oder der Handkäse, genau.
der eine, den quetscht noch daneben. Dann fertig. Kriegst du den noch unter. Da so. Ist er. Ihr lieben Freunde, das sind die Beetmännchen aus dem Thermomix. Vom Thermomix gequirlt. Von Frau von Beetmann und mir gerollt. Und von Andrea von Beetmann mit Mandeln belegt. Und jetzt nehmen wir mal den Backofen für Rentner. So, es piepst. Die Spannung steigt. Bist du auch so gespannt? Ja, total. Da gab es mal eine Serie, die hieß UFO. Ja, ich wollte dann sehen, ein bisschen aus wie Makronen. Tüpitz. Mhm. Gut. Okay. Kommst du mal? Das Rezept von der Nicole. 500 Gramm Marzipan, ganze geschälte Mandeln, die brauchen wir ja, also halbiert. Ne? Die haben wir schon. 30 Gramm Puderzucker. Zusätzlich? Ja, 30 Gramm Rosenwasser zum Formen. Und zum Formen. Ein Eiweiß, 2 Esslöffel Zucker, kein Puderzucker. So, Marzipan mit Puderzucker und 30 Gramm Rosenwasser vermengen. Verkneten, Hände mit Rosenwasser befeuchten, aus der Marzipanmasse ca. 10 Gramm oder je nachdem Schwere. 10 Gramm? Okay, hast du eine Waage? Portionen mit Rosenwasser nassen Händen zu Kugeln formen. Rosenwasser nassen ja, Händen? Ja, ohne so. Okay. Auf jede Kugel 3 halbe Mandeln, das Eiweiß mit dem Zucker vermischen, die Kugeln mit der Mischung bepinseln und die Kugeln 2 bis 3 Stunden trocknen lassen. Das ist es nämlich. Wichtig. Wichtig. Backofen und dann 8 Minuten backen auf der oberen Schiene. Aufpassen, jeder Herd ist anders. Und nur Oberhitze vorheizen. Genau, dann müssen wir nämlich jetzt mal die Oberhitze einstellen. Das heißt, ich habe die schon vorbereitet heute Mittag. Wahnsinn. Sonst hätten wir jetzt 3 Stunden warten müssen. Okay, nee, das wäre nichts. Und so sehen die aus. Sehen gut aus. Auch groß. Ja, also. Ja, und in 8 Minuten sehen wir uns wieder. Genau. Und beim Herrn Schnorr geht die Marzipanmasse zu kleinen Kügelchen formen, je 3 halbierte Mandeln aufdrücken auf Backtrennpapier bei mittlerer Hitze, goldbraun, ca. 15 Minuten bei 150 Grad. Für die Zuckerglasur das Rosenwasser und den Zucker vermischen und aufkochen. Okay. Auf die noch heißen Beete. Hinterher. Ja. Und dann streichen Plastikbeutel aufbewahren. Auf die noch heißen Beetmännchen. Statt Rosenwasser kann man die Beetmännchen auch vor dem Backen mit verkühltem Eigelb bestreichen. Können wir auch machen. Aber ich finde Rosenwasser eigentlich schöner. Oder? Schöner, ne? Ja. Das sind aber dann zu dritt sind die dann schon Oschis. Der große Mantelkleber. Das ist jetzt die einfache Variante. Das ist einfach, ne, die Marzipanmasse nehmen, Dinger dran. Schlichtvariante. Da müssen wir nachher noch das Rosenwässerchen im Eigelb immerhin, kochen. Immerhin, ne? Ja. Also wenigstens. Ein bisschen Arbeit muss ja schon dabei genau. sein. Und ein bisschen Raffinesse. Ja, bei Marzipan Roma ist ja allein, ist ja doch fad eigentlich. Ich muss mal kurz unterbrechen. Jawohl. Denn die sind durch. Okay. Jetzt war ich gespannt. Ich auch.
Aha. Ja, auf jeden Fall sehen die ganz anders aus. Die sind tatsächlich mehr so oben braun gebräunt, gell? Fast wie geflammt. Und jetzt mache ich es ja noch nicht. Ich mache das ja erst. Und hast du dann so ein Pinselchen? Oder macht man das mit dem Finger? Natürlich habe ich ein Pinselchen. Das war das lustige Beetmenschenbacken mit Andrea von Bethmann, mit der musikalischen Untermalung von Gabi Wosiszek. Vielen lieben Dank und der traumhaften Kameraführung von unserem lieben Kaius. Kaius. Das sieht man gar nicht, gell? Das ist auch besser so. Frohe Weihnachten!